Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir schauen uns jetzt mal die rabbinische Sichtweise an. Der Rabbi hat ja im ersten Video sehr starke Kritik geübt an der landläufigen Auslegung von Daniel 9 und den 70 Jahrwochen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was er dazu zu sagen hat. Das, was wir jetzt sehen werden von ihm, das ist sehr kompliziert, weil er jetzt die rabbinisch-talmudische Sichtweise vermischt mit Bibeltext, den englischen Text der King James Version nimmt, dann wieder Texte aus der Jerusalemer Bibel und da auch sehr tief einsteigt. Und insgesamt ist sein Vortrag eine Mischung zwischen Bibeltext und Talmuddenken und jüdischem Denken. Er stellt auch selbst eine Berechnung vor der 70 Jahrwochen, benutzt dazu aber dann die jüdischen Jahre. Jetzt gibt es in den jüdischen Jahren aber eine sogenannte fehlende Phase oder die fehlenden Jahre, the missing years, weil diese talmudische Zählweise, die von Rambam, Maimonides im Talmud und von anderen auch dort mit unterschiedlichen Zählweisen dann auch beschrieben sind, die korrelieren überhaupt nicht mit den historischen Daten. Da fehlen, glaube ich, 170 Jahre. Ja, und die versucht man irgendwie dann zusammenzubasteln und irgendwie abzustimmen mit Daniel. Also man versucht, den Talmud mit Daniel in Übereinstimmung zu bringen, weil man natürlich dem Maimonides jetzt nicht widersprechen will und dem Talmud nicht widersprechen will. Und eigentlich macht man genau dasselbe, wie auch die evangelikalen Ausleger üblicherweise das tun. Man versucht, Dinge miteinander in Übereinstimmung zu bringen, die man als Theologie, als gegeben sieht. Aber eigentlich scheitert man bei diesem Spagat. Man muss zur Bibel zurück und den Bibeltext selber sehen und auch das, was man begründet, nicht mit dem Talmud oder mit irgendwelchen Vorstellungen dann begründen, sondern man muss den Bibeltext für sich stehen lassen und für sich reden lassen und gucken, ob man damit zu einem guten Ergebnis kommt. Also wie gesagt, das, was wir jetzt anschauen, ist eine Mischform von talmudischem Denken, von talmudischer Zählweise. Er verzählt sich da auch total. Er vertut sich auch während des Clips. Ich zeige das dann mit einer kleinen Anmerkung auch so, wie er es wohl gemeint haben mag. Er merkt das dann auch nachher. Sind auch andere Themen drin. Also er wirft uns ja auch vor, dass wir nicht wissen, wann Jesus Christus gekreuzigt wurde, ob das im Jahr 30 oder 31 oder 32 war, dass das nicht gesichert ist. Da hat er auch recht mit, das stimmt, das weiß niemand. Im Gegenzug muss ich aber auch sagen, weiß er nicht, wann der Tempel zerstört worden ist in Jerusalem. Denn da zweifeln die Juden dran, ob das das Jahr 70 war. Manche sagen, das war das Jahr 68, manche sagen, das war das Jahr 69, manche sagen, das war das Jahr 70 nach Christus. Also es geht munter drunter und drüber. Und die Vorwürfe, die er uns macht bezüglich der Kreuzigung Jesu Christi, können wir auch zurückspielen und können sagen, also ihr wisst genauso wenig, wann euer Tempel zerstört worden ist, weil die sich immer mit irgendwelchen Sabbatjahren dann versuchen, das zusammenzustimmen und zusammenzurechnen. Und das passt vorne und hinten nicht. Also, wenn ihr Interesse habt, schaut euch das an. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Ich weiß nicht, ob es sich wirklich auch lohnt, sich da rein so zu vertiefen. Aber ich möchte das trotzdem einfach zeigen, weil ich glaube, dass wir uns mit den jüdischen Auslegungen auch auskennen müssen, weil wir eine verstärkte Renaissance des jüdischen Denkens haben. Pardon. Das haben wir sowieso schon in Bezug auf die gesetzlichen Richtungen innerhalb des Christentums, die ja auch das Gesetz halten wollen. Da habe ich auch schon mal eine ganze Reihe drüber gemacht, über Gesetz und Gnade. Wir sehen, dass die noachidischen Gesetze eingeführt werden, mehr und mehr, und dass das immer mehr sich durchsetzt. Deswegen ist es gut, wenn man sich damit auch auskennt. Aber wie gesagt, dieser Clip ist wirklich für jemanden, der sich da vertieft mit beschäftigen will und vielleicht auch ein bisschen Vorkenntnis oder einiges mehr an Vorkenntnis hat, um da einzusteigen. Ich hoffe nicht, dass euch das verwirrt. Ich habe so gut wie es geht versucht, da Anmerkungen reinzugeben in diesen Vortrag, den er da hält. Und dies vorausgeschickt wünsche ich allen beim Anschauen Gottes Segen und viel Gewinn. Was passiert tatsächlich in Daniel 9? Wir haben jetzt nur einige der Probleme der christlichen Lesart angeschaut, nicht alle von ihnen. Aber offensichtlich, um wirklich zu verstehen, was hier passiert, es sollte ja kein Geheimnis sein, dann müssen wir das ganze Kapitel lesen. Es ist vollkommen unrealistisch, dass man mit einem Fallschirm auf Vers 24 landen kann, in eine extrem komplizierte und geheimnisvolle Passage und alles Mögliche rauslesen kann. Das ist unmöglich. Also was wir tun müssen, ist offensichtlich an den Anfang des Kapitels zu gehen.
Und wenn ich Fragen an Christen stelle, bekomme ich fast nie eine Antwort. In derselben Weise, wie Christen uns fragen, hast du jemals Jesaja 7, Vers 14 gelesen? Das ist das Kapitel von Jesaja, von dem sie behaupten, dass das der Vers mit der Jungfrauengeburt des Messias sei. Aber wenn ich Christen frage, okay, das ist Jesaja 7, Vers 14, aber was passiert in Kapitel 7, Vers 1? Was ist der Kontext von Kapitel 7 in Jesaja? Ich bekomme buchstäblich keinen Christen, der die Antwort auf diese Frage weiß. Sie kennen nur Kapitel 7, Vers 14, wie in einer Art biblischem Karteikartensystem, dass der Messias von einer Jungfrau geboren wurde. Aber was passiert in dem Kapitel? Worüber spricht Jesaja? Was ist der Kontext? Sehr wenige Menschen wissen das. Und in der gleichen Weise wissen die Christen, mit denen ich spreche, die mich mit Daniel 9 herausfordern. Und sie sagen, Daniel 9, er wurde getötet im Jahr 32, das war der Messias. Und ich sage immer, was passiert eigentlich in Daniel 9? Was passiert im übrigen Teil des Kapitels? Und wir werden sehen, dass sehr wenige Christen die Antwort hierauf wissen. Aber es ist sehr klar, was am Anfang des Kapitels passiert. Also geht, wenn ihr wollt, auf Seite 3. Und lasst uns, bevor wir hier weiter einsteigen, noch eine Sache erwähnen. Das, was Daniel über diesen Messias, diesen Gesalbten in Vers 26 sagt. Daniel sagt, dass dieser Gesalbte ausgerottet wird. In der jüdischen Bibel ist das ein Ausdruck, der besonders für böse Menschen benutzt wird. In der ganzen jüdischen Bibel gibt es viele Möglichkeiten zu sagen, wie jemand getötet wird, dass ihr Leben beendet wird. Aber wenn die jüdische Bibel diesen Ausdruck verwendet, Yikaret, ausgerottet werden, das ist ein Begriff in der jüdischen Bibel, der sich üblicherweise auf sehr böse Menschen bezieht. Und sie werden ausgerottet. Lass uns ein paar Beispiele anschauen, oben auf Seite 3. In Exodus Kapitel 12, 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Nämlich am ersten Tage sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun. Wer gesäuertes Brot isst vom ersten Tag an bis auf den 7., dessen Seele soll ausgerottet werden von Israel. Ja, eine sehr ernste Strafe für gesäuertes Brot am Passa zu essen. Wer aber rein und nicht überfällt ist und lässt es anstehen, das Passa zu halten, dessen Seele soll ausgerottet werden von seinem Volk, darum, dass er seine Gabe dem Herrn nicht gebracht hat zu seiner Zeit. Er soll seine Sünde tragen. Die Person hat nicht das Passalamm gebracht. Sie soll ausgerottet werden. Im Psalm 37. Denn der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Heiligen nicht. Ewiglich werden sie bewahrt, aber der gottlosen Same wird ausgerottet. Die Übertreter aber werden vertilgt miteinander und die Gottlosen werden zuletzt ausgerottet. Das ist Psalm 37, Levitikus 17. Denn des Leibes Leben ist in seinem Blut, solange es lebt. Und ich habe den Kindern Israel gesagt, ihr sollt keines Leibes Blut essen, denn des Leibes Leben ist in seinem Blut. Wer es isst, der soll ausgerottet werden. Wenn du Blut isst, dann ist die Strafe dafür, dass du ausgerottet wirst. Hosea Kapitel 8. Sie machen Könige, aber ohne mich. Sie setzen Fürsten und ich darf es nicht wissen. Aus ihrem Silber und Gold machen sie Götzen, dass sie ja bald ausgerottet werden. Menschen, die Götzen anbeten, werden ausgerottet. Obadja Kapitel 1. Was gilt, spricht der Herr? Ich will zur selben Zeit die Weisen zu Edom zunichte machen und die Klugheit auf dem Gebirge Esau. Und deine Starken zu Teman sollen zagen, auf dass alle auf dem Gebirge Esau ausgerottet werden durch Morden. Also die Bedeutung von ausgerottet werden in der jüdischen Bibel ist nicht für gute Leute. Und doch sagen die Christen, dass Jesus ausgerottet wurde. Es ist sehr schwierig zu verstehen, warum. Denn wenn Jesus dieser Gesalbte war, von dem sie sprechen, warum wird er dann beschrieben als jemand, der ausgerottet wird? Wenn es so ist, dass der Begriff ausgerottet werden für böse Menschen in der Bibel verwendet wird. Kommen wir jetzt zum Kontext von Daniel Kapitel 9. Vers 1. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros aus der Meder-Stamm. Also es heißt hier, dass es nicht der persische Darius war, das ist Darius der Meder, der über das Königreich der Chaldäer König ward. Die Chaldäer ist ein anderer Name für die Babylonier. Also eigentlich waren die Babylonier an der Macht und dann wurden sie erobert von den Medern. Im ersten Jahr seiner Regierung. Daniel gibt uns jetzt also den Zeitraum dieser Passage. Das ist wichtig. Daniel sagt uns, wann dieses Kapitel 9 stattfindet.
Im ersten Jahr der Regierung des Darius merkte ich, Daniel, das ist tatsächlich ein starkes Wort. Ich versuche zu verstehen, ich versuche herauszubekommen. Merkte ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, davon der Herr geredet hatte, hierauf müssen wir später noch zurückkommen, davon der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass Jerusalem sollte 70 Jahre wüst liegen. Nun, wir werden noch sehen, dass Daniel beunruhigt war wegen verschiedener Prophetien im Buch Jeremia. Der Prophet Jeremia hatte zwei verschiedene Prophezeiungen bezüglich der Zeitperiode von 70 Jahren. Noch einmal, Jeremia sprach über zwei verschiedene Perioden von 70 Jahren. Und Daniel war beunruhigt darüber. Er konnte das nicht verstehen. Also lasst uns für einen Augenblick auf Seite 4 gehen und nachschauen, was Daniel beunruhigt hat. Die zwei Prophezeiungen in Jeremia über 70 Jahre sind in Jeremia 25, Vers 11 und 12 und Jeremia 29, Vers 10. Bevor wir diese beiden Passagen lesen, möchte ich euch bitten, auf die Tabelle auf der rechten Seite zu schauen, die euch sagt, über welches Jahr wir sprechen. Daniel 9 findet statt im Jahr 3389. Im Jahr 3389, Daniel 9. Und noch einmal, es zeigt euch, das ist das erste Jahr Darius des Meders. Der gerade Belshazzar den König von Babylon getötet hatte. Zu Jeremia 25. Jeremia spricht über das Land Israel, dass dies ganze Land wüst und zerstört liegen soll und sollen diese Völker dem König zu Babel dienen 70 Jahre. Das jüdische Volk sollte dem König von Babel 70 Jahre lang dienen. Wenn aber die 70 Jahre um sind, will ich den König zu Babel heimsuchen und dies Volk, spricht der Herr, um ihrer Missetat, dazu das Land der Chaldäer und will es zur ewigen Wüste machen. Also in Jeremia 25, das, was der Prophet uns hier sagt, ist, dass die Babylonier, die den ersten Tempel zerstörten, dass die Juden ihnen im Exil für 70 Jahre dienen würden. Aber nach diesen 70 Jahren, das ist, was Jeremia hier eigentlich sagt, werden die Babylonier zerstört. Das ist Prophetie Nummer 1. Prophetie Nummer 2 ist in Jeremia 29, Vers 10. Denn so spricht der Herr, wenn zu Babel 70 Jahre aus sind, so will ich euch besuchen und will mein gnädiges Wort über euch erwecken, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Hier ist also das Problem, das Daniel hatte. Daniel hat unterstellt, dass diese beiden Prophezeiungen konkret wären. Daniel hat gedacht, dass Jeremia über zwei Sachen spricht, die stattgefunden haben, 70 Jahre nachdem Babylon Israel erobert hat. Nummer 1, 70 Jahre nachdem Babylon nach Israel kam, würden sie zerstört werden. Und nach 70 Jahren würden die Juden wieder zurück nach Israel gehen. Das sind noch einmal die beiden Sachen, die Daniel sieht aus diesen Prophetien in Jeremia. Das Nummer 1 von Jeremia 25, dass Babylon zerstört wird nach 70 Jahren. Und in Jeremia 29, dass Gott sein gnädiges Wort über sie erwecken wird, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Das bedeutet, zurückzugehen nach Israel. Und noch einmal, Daniel unterstellte, dass diese beiden Prophetien konkret waren. Was ist sein Problem? Sein Problem ist, dass er davon weiß, dass Nebukadnezar, der Babylonier, im Jahr 3318 König von Babylon wurde. Im Jahr 3318 wurde Nebukadnezar der König von Babylon. Und im nächsten Jahr, ein Jahr später, eroberte er Jerusalem. Ein Jahr nachdem er König von Babylon wurde, erobert er Israel und erobert Jerusalem. Im Jahr 3319. Im Jahr 3389, das 70 Jahre später war, es ist 70 Jahre später, wurde der König von Babylon, Belshazzar, getötet. Und die Meder kamen an die Macht. Darius der Meder übernimmt jetzt.
Und Daniel schreibt noch einmal in diesem Jahr 3389. Und Daniel hat die Erfüllung gesehen von Jeremia 25. Und David hat gesehen, ja, nach 70 Jahren wurden die Babylonier zerstört, genau wie Jeremia prophezeit hat in Kapitel 25. Was war sein Problem? Sein Problem war, dass er dachte, dass Kapitel 29 mit Kapitel 25 in Verbindung stand und dass ebenfalls nach 70 Jahren das jüdische Volk zurück nach Israel geht, um den Tempel wieder aufzubauen. Und was war Daniels Problem? Sein Problem war, dass er in Babylon saß und er sah keine Bewegung, der Juden, dass sie zurück nach Israel gingen, und er konnte das nicht verstehen. Als er die Erfüllung der Zerstörung Babylons gesehen hat, hat er gleichzeitig unterstellt, dass die Juden zurück nach Jerusalem gehen, aber nichts passiert. Da ist nichts, keine Anzeichen dafür, dass sie losgehen und Babylon verlassen. Und er war sehr beunruhigt darüber. Und er unterstellte, Daniel unterstellte, wisst ihr was? Vielleicht hat Gott entweder diese Prophetie verschoben oder er hat sie aufgehoben. Vielleicht war diese ganze Prophetie darüber, zurück nach Israel zu gehen und Jerusalem wieder aufzubauen. Vielleicht hat Gott das entweder verschoben oder er hat es annulliert wegen der Sünden des jüdischen Volks. Vielleicht war das jüdische Volk so sündig, dass Gott dieses Versprechen nicht erfüllen würde. Das aus Jeremia 29. Und Daniel ist ziemlich ärgerlich. Weil das war doch, was er wollte. Er wollte, dass das jüdische Volk das Exil in Babylon verlässt, um in ihr Heimatland nach Israel zu gehen, um Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen. Und er sorgt sich und er fragt sich, was passiert hier? Ich habe gesehen, dass Babylon zerstört wurde, aber was ist jetzt damit, zurück nach Israel zu gehen? Also noch einmal, Vers 2. In diesem ersten Jahr seines Königreichs merkte ich Daniel in den Büchern auf die Zahl der Jahre, davon der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass Jerusalem sollte 70 Jahre wüst liegen. Ich will wissen, was mit den 70 Jahren los ist. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, zu beten und zu flehen mit Fasten im Sack und in der Asche. Noch einmal, ich möchte nochmal wiederholen. Ihr könnt praktisch jeden Missionar fragen, was hat Daniel in Kapitel 9 beunruhigt, was hat er nicht verstehen können, sodass er anfing, um eine Antwort zu beten, und dass ihm endgültig gesagt wurde, dass ein Engel kommt, um ihm das zu erklären. Noch einmal, fragt fast jeden Missionar, was hat Daniel beunruhigt in Kapitel 9, was hat er nicht verstanden, was war der Unterschied zwischen den Prophetien in Jeremia, auf welche Prophetie hat er sich bezogen? Alles, was sie wissen, ist Vers 24 bis Vers 27. Also Daniel wendet sich in Vers 3 an Gott, um zu beten und zu flehen mit Fasten im Sack und in der Asche. Noch einmal, was ich versuche aufzuzeigen, ist, dass die Verse 24 bis 27 eine Antwort auf eine Frage sind. Sie sind eine Antwort auf eine Frage, aber wenn du nicht weißt, was die Frage ist, macht die Antwort keinen Sinn. Und ich betete in Vers 4 zu dem Herrn, meinem Gott, bekannte und sprach, ach lieber Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade hältst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Aber worum betet Daniel hier? Das ist sehr wichtig. Er betet ganz eindeutig, dass Gott ihnen erlaubt, zurück nach Israel zu gehen, um den Tempel zu bauen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh, wie wir verstört sind und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unseren Gebeten nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach Herr, höre, ach Herr, sei gnädig, ach Herr, merke auf und tue es und verziehe nicht um deiner selbst willen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Noch einmal, Kontext, Kontext, Kontext. Worum betet Daniel? Er betet darum, dass die Juden in der Lage sind, wieder in ihr Land zurückzukehren. Wonach fragt Daniel nicht? Das ist wichtig zu verstehen. Daniel, in diesem Kapitel, wendet er sich nicht zu Gott und fragt, O Gott, wann wird der Messias kommen?
Gott, wer ist der Messias? Wann wird er sterben? Er fragt nur nach der Erfüllung der Prophetie Jeremias, dass das jüdische Volk wieder in der Lage ist, zurückzugehen in ihr Land, um den Tempel zu bauen. Das ist der Kontext. Also ist es wichtig zu wissen, a, was ist der Kontext und b, was der Kontext nicht ist. Als ich noch so redete und betete und meine und meines Volks Israel Sünde bekannte und lag mit meinem Gebet vor dem Herrn, meinem Gott, um den heiligen Berg meines Gottes, das ist der Gegenstand dieses Gebetes, der Berg Gottes in Jerusalem, der Tempelberg. Eben da ich so redete in meinem Gebet, flog daher der Mann Gabriel, der Engel Gabriel, den ich zuvor gesehen hatte im Gesicht. Daniel war jemand, der sehr viele Visionen hatte vor Kapitel 9. Er hatte Gabriel schon in den Kapiteln vorher gesehen und rührte mich an um die Zeit des Abendopfers. Eben da ich so redete in meinem Gebet, flog daher der Mann Gabriel, den ich zuvor gesehen hatte im Gesicht und rührte mich an um die Zeit des Abendopfers. Und er unterrichtete mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, dich zu unterrichten. Noch einmal, am Anfang des Kapitels hat Daniel nichts verstanden. Zu Beginn des Kapitels war Daniel verwirrt. Er hat versucht zu verstehen, was los ist mit diesen Prophetien in Jeremia. Er kann nicht rausbekommen, was ist mit dieser Prophetie in Jeremia, mit den 70 Jahren. Und er sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, dich zu unterrichten. Denn da du anfingst zu beten, ging dieser Befehl aus. Nun, das ist wichtig, sich zu erinnern. Dieses Wort, da war... Denn es ist das Thema des ganzen Kapitels. Der Engel sagte, am Anfang deines Gebetes ging ein Befehl aus oder ein Wort aus. Und ich komme, dass ich dir es anzeige. Das ist ein prophetisches Wort. Denn du bist lieb und wert, Daniel. So merke nun darauf, dass du das Gesicht verstehst. Und von da gehen wir weiter. 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Nun, 70 Wochen sind 490 Jahre. Eines der großen Probleme der christlichen Lesart von Daniel Kapitel 9 ist, dass die Christen nur mit 69 Wochen beschäftigt sind. Aber Daniel sagt, das ist eine Zeit von 70 Jahrwochen. 490 Jahre. Denn Daniel sagt, 490 Jahre sind bestimmt über dein Volk. Aber die christliche Lesart hat nur 69 Jahrwochen, also nur 483 Jahre. Und das große Fragezeichen ist, was tun jetzt die Christen mit diesen letzten 7 Jahren? Wie verstehen die Christen die 70. Jahrwoche? Also es gibt 2 verschiedene Ansätze bei der christlichen Auslegung von Daniel. Ein Ansatz unter einigen Christen ist, dass die 70. Jahrwoche die Zerstörung Jerusalems beschreibt, die stattgefunden hat, 40 Jahre nach dem Tod von Jesus. Das gibt aber eine Lücke von 5,5 Jahrwochen. Die meisten Christen sagen, dass die 70. Jahrwoche, von der Daniel redet, vor dem zweiten Kommen Jesu stattfinden wird, was 2000 Jahre später ist. Also was Christen schlussendlich tun, ist noch einmal, sie teilen die 69 Jahrwochen von der 70. Jahrwoche. Kein Christ liest dieses Kapitel mit 70 Jahrwochen, eine Periode von 490 Jahren. Kein Christ liest so. Sie lesen es alle mit einer Zeitspanne von 69 Jahrwochen, 483 Jahre, von dem sie glauben, dass sie mit dem Tod Jesu enden. Und die 70. Jahrwoche, die von der Zerstörung Jerusalems redet, trennen Christen davon ab, für eine Zeitspanne von 40 Jahren oder für eine Zeitspanne von 2000 plus Jahren. Das ist ein großes Problem. Und das große Problem ist eigentlich, dass so gar keine Beziehung zu den 70 Jahrwochen hergestellt wird, von denen der Engel spricht. Der Engel kommt und sagt, 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk. Das ist die Zeitperiode, über die der Engel spricht, wenn er kommt. 490 Jahre. Aber keine christliche Lesart beschäftigt sich mit 490 Jahren. Jetzt Vers 24. 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und deine heilige Stadt. Um was zu tun? Was ist der Zweck dieser Periode von 490 Jahren?
Es ist, dass dem Übertreten gewährt wird und die Sünde abgetan und die Missetat versöhnt und die ewige Gerechtigkeit gebracht und die Gesichte und Weissagung versiegelt und ein Hochheiliges gesalbt werden. Das sind großartige Dinge. Das Problem ist, das ist bisher nicht passiert. Das klingt fantastisch. Aber was klar ist, das ist noch nicht passiert. Wir leben nicht in einer Welt, in der diese Dinge bereits geschehen wären. Also aus christlicher Sicht war der ganze Zweck des Kommens Jesu, diese Dinge zu erfüllen. Und doch sind diese großartigen Dinge nicht passiert. Und jetzt wird Daniel gesagt, wie er diese Zeitperiode verstehen kann. So merke nun darauf, dass du das Gesicht verstehst. So wisse und verstehe. Von der Zeit, dass das Wort, nicht der Befehl, nicht das Dekret, von der Zeit, dass das Wort, das prophetische Wort ausging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zur Zeit eines gesalbten Fürsten wird es 7 Wochen sein. Noch einmal, 7 Wochen ist eine Zeit von 49 Jahren. Also was Daniel hier gesagt wird, ist, dass ein gesalbter Fürst, das bedeutet ein gesalbter Fürst kommen wird, nach einer Periode von 7 Jahrwochen. Nun, wer ist dieser gesalbte Fürst? Wer ist dieser Messias, der kommt? 49 Jahre, 7 Jahrwochen, nachdem dieses prophetische Wort ausging. Und was ist dieses prophetische Wort? Lasst uns für einen Moment auf Seite 3 gehen. Und ihr seht hier in Vers 2, und Daniel sagt, im ersten Jahr seiner Regierung merkte ich Daniel in den Büchern auf die Zahl der Jahre, die ausgehend von dem Wort des Herrn zum Propheten Jeremia. Da war ein Davar, ein prophetisches Wort, das ausging zu dem Propheten Jeremia, das erfüllt werden musste durch die Verwüstung Jerusalems, nämlich 70 Jahre. Nun, dasselbe Wort Davar, hier in Daniel 9, Vers 2, und wir drehen die Seite zu Daniel Kapitel 9, Vers 23. Wo der Engel sagte, als du anfingst zu beten, ging ein Wort aus. Und ich bin gekommen, um es dir anzuzeigen, denn du bist lieb und wert. Nun, das hilft Daniel zu verstehen, wo er falsch lag. Schauen wir in Jeremia 25. Jeremia 25 spricht über 70 Jahre, nach denen Babylon zerstört wird. Aber in Jeremia 29 steht, und wenn 70 Jahre erfüllt sind für Babylon, will ich euch aufsuchen und mein gutes Wort euch gegenüber erfüllen. Dann wird dieses Davar stattfinden. Und diese Prophetie von Jeremia Kapitel 29 wurde im Jahr 3338 gegeben. Jeremia bekam dieses Wort in dem Jahr, in dem Nebukadnezar den Tempel zerstörte. Und in Daniel 9, Vers 2 wird uns gesagt, dass die Berechnung von Jeremia von der Zerstörung Jerusalems ausgeht. Und hier ist es, wo Daniel falsch lag. Es gab 2 Dinge, die stattgefunden haben durch die Babylonier. Wir gehen zur Seite 4 und schauen auf die Tabelle, das ist hilfreich. Die Babylonier eroberten Israel im Jahr 3319. Im Jahr 3319 war es, als die Babylonier Jerusalem eroberten. Und tatsächlich 70 Jahre später, wie Jeremia prophezeit hat, haben es die Babylonier zerstört im Jahr 3389. Was Daniel vermutete, war, dass die Prophetie in Jeremia 29 ein und dieselbe war. Dass die Zählung ebenfalls im Jahr 3319 begonnen hätte. Mit der Eroberung Jerusalems. Aber Gabriel sagt zu Daniel, nein. Die Zählung der 70 Jahre aus Jeremia 29 beginnt nicht mit der Eroberung Jerusalems. Die 70 Jahre von Jeremia 29 beginnen mit der Zerstörung Jerusalems.
Und die Babylonier haben Jerusalem erst 18 Jahre nach der Eroberung zerstört. Es ist sehr wichtig, das zu erinnern, dass da eine 18-jährige Lücke war zwischen der Eroberung Jerusalems durch die Babylonier und der Zerstörung des Tempels. Und Daniel sitzt jetzt hier im Jahr 3338. Entschuldigung, 3389. Daniel saß hier im Jahr 3389, 70 Jahre nach der Eroberung Jerusalems. Er sieht, dass Babylon zerstört wurde, wie in Jeremia 25 erwähnt. Und er fragt sich, warum wurde Jeremia 29 noch nicht erfüllt? Und der Engel sagt ihm hier, dass die Zählung in Jeremia 29 nicht anfängt mit der Eroberung Jerusalems, es beginnt mit der Zerstörung Jerusalems. Und wenn du zählst von der Zerstörung Jerusalems vom Jahr 3338 und du zählst 49 Jahre, dreht bitte die Seite um. Wir haben eine erweiterte Tabelle auf Seite 5. Also noch einmal, wenn ihr oben auf die Tabelle schaut, Nebukadnezar besiegt Jojachin, der jüdische Staat wurde ein Vasallenstaat Babylons im Jahr 3319, oben in der Tabelle. Im Jahr 3389, 70 Jahre später, sind die 70 Jahre Jeremias grundsätzlich beendet, als Belshazzar getötet wurde durch Darius den Meder. Und seine Regierung dauerte nur weniger als ein Jahr. Und dann übernimmt sein Schwiegersohn Kyros von Persien. Wenn man im Jahr 3338 beginnt zu zählen, die Zerstörung Jerusalems, bis ins Jahr 3319, habt ihr eine Zeitspanne von 52 Jahren. 52 Jahre. Das, was Daniel gesagt wurde, war, dass nach einer Periode von 7 Jahrwochen, also 49 Jahren, ein gesalbter Fürst kommen würde. Ein gesalbter Messias, ein Regent, der kommt. Wer ist dieser gesalbte Fürst, dieser gesalbte Regent, der kommt und so Daniel die Dinge verstehen lässt? Die Antwort ist, das bezieht sich auf Kyros. Kyros ist jemand, der kommt. Nach 7 Jahrwochen, also noch einmal 7 Jahrwochen sind 49 Jahre. 52 Jahre ist innerhalb der Jahrwochen von 49 Jahren, innerhalb einer 7-Jahres-Periode. Und jetzt schauen wir in Esra Kapitel 1. Was interessant ist, ist, dass in der christlichen Bibel die Bücher anders angeordnet sind. In der christlichen Bibel hat man die Bücher anders angeordnet als in der jüdischen Bibel. In der jüdischen Bibel kommt sofort nach Daniel das Buch von Esra. Sofort nach dem Buch Daniel kommt das Buch Esra. Aber nicht in der christlichen Bibel. Und eine der Sachen, die man im Buch Esra sieht, in Kapitel 1, Vers 1, hilft, Daniels Prophetie zu verstehen. Esra 1, Kapitel 1. Im ersten Jahr des Chores des Königs in Persien, das erfüllt würde das Wort des Herrn, durch den Mund Jeremias geredet, noch einmal das Wort des Herrn durch den Mund von Jeremia. Wir haben gesehen, dass das Wort, das da war, war das in Jeremia 29. Im ersten Jahr des Chores des Königs in Persien, das erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias geredet, erweckte der Herr den Geist des Chores des Königs in Persien, das er ließ ausrufen durch sein ganzes Königreich, auch durch Schrift, und sagen, so spricht Chores, der König in Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem in Juda. Wer nun unter euch seines Volks ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf gen Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und wer noch übrig ist an allen Orten, da er Fremdling ist, dem sollen helfen die Leute seines Orts mit Silber und Gold, Gut und Vieh, außer dem, was sie aus freiem Willen geben, zum Hause Gottes zu Jerusalem. Kyros ist dieser gesalbte Messias, dieser Messias, dieser Regent, der kommen würde, um das jüdische Volk zurückzuschicken in ihr Heimatland, um ihren Tempel zu bauen. Kyros ist ein Messias? Kyros ist ein Messias? Schaut in Jesaja Kapitel 44, ganz oben auf der Seite.
der ich spreche von Kores, der ist mein Hirte und soll all meinen Willen vollenden, dass man sage, zu Jerusalem sei gebaut und zum Tempel sei gegründet. Von Kyros ist gesagt, dass er sein Volk zurückschicken wird, um den Tempel zu bauen, und vom Tempel sei gegründet. Schaut in Kapitel 45, direkt der nächste Vers in Jesaja. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu seinem Maschiach, zu Kores. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, dem Kores, den ich bei seiner rechten Hand ergreife, dass ich die Heiden vor ihm unterwerfe und den Königen das Schwert abgürte, auf dass vor ihm die Türen geöffnet werden und die Tore nicht verschlossen bleiben. Ich habe ihn erweckt in Gerechtigkeit und alle seine Wege will ich eben machen. Er soll meine Stadt bauen und meine Gefangenen loslassen, nicht um Geld noch um Geschenke, spricht der Herr Zebaoth. Also noch einmal, Babylon ist zerstört. Daniel hat sich gefragt, was ist hier los? Babylon ist zerstört, warum gehen wir nicht zurück nach Israel? Und dem Propheten wurde gesagt, Daniel wurde gesagt durch den Engel Gabriel, schau Daniel, wird eine Periode von 7 Jahrwochen sein. Und nach diesen 7 Jahrwochen wird ein Gesalbter kommen. Ein Messias, ein göttlicher Regent wird kommen. Und er wird grundsätzlich der sein, der euch zurück nach Israel schickt. Und der Engel sagt zu Daniel, Daniel, das ist doch naheliegend. Wir sind im Jahr 3389. Wann kommt Kyros? Im Jahr 3390. Sei geduldig, Daniel. Es wird sehr, sehr bald passieren. Das ist der erste Teil der Prophetie. Wie auch immer, Daniel hat nur danach gefragt. Daniel hat nur gefragt, wann gehen wir zurück nach Jerusalem? Wann bauen wir den Tempel? Wann gehen wir zurück in unser Land? Und Daniel hat gehofft, dass das Ende der Trübsal des jüdischen Volkes wäre. Daniel hat geglaubt und gehofft, dass dieses Exil in Babylon das letzte Leiden des jüdischen Volkes wäre. Und wenn sie zurück nach Israel gehen würden, dass sie dann endlich ein andauerndes und endgültiges geistliches Königreich errichten würden. Das war Daniels Hoffnung, dass alle Prophetien der Bibel erfüllt würden, wenn sie zurück nach Israel gehen. Aber jetzt sagt der Engel ihm etwas, was Daniel nicht erhofft hätte zu hören. Der Engel gibt ihm mehr Informationen, auch über das, was er nicht gefragt hat. Also noch einmal, Daniel hat nur gefragt, wann gehen wir zurück, um den Tempel zu bauen. Und der Engel sagt ihm, schau Daniel, in ein paar Monaten wird euch dieser Gesalbte zurück nach Jerusalem schicken, um Jerusalem wieder zu bauen. Lasst uns jetzt zur Seite 4 gehen. Und weiterlesen, was der Engel sagt. Seite 4, Vers 25. So wisse nun und merke, von der Zeit an, da ausgeht der Befehl oder das Wort, dass Jerusalem solle wiederum gebaut werden, dieses Wort noch einmal ist von der Zeit der Zerstörung, vom Jahr 3338, von der Zeit an bis zu der Zeit eines Gesalbten, Kyros, wird es 7 Jahrwochen sein. Und wenn Kyros kommt, geht ihr alle zurück nach Israel und baut den Tempel. Aber dann sagt Gabriel Daniel ein paar schlechte Nachrichten. Und für 62 Wochen wird es gebaut sein, Jerusalem wird gebaut sein und der Tempel wird wieder gebaut sein, aber mit Gassen und Mauern, wiewohl in kümmerlicher Zeit. Wir würden keine friedliche Existenz haben während der Zeit des zweiten Tempels. Und tatsächlich war die Zeit des zweiten Tempels eine sehr schwierige Zeit für das jüdische Volk. Wir litten unter den Persern. Wir litten unter den Griechen, wir litten unter den Römern. 3 unterschiedliche Königreiche, die uns unterdrückten. Und nachdem Daniel gesagt wurde, ihr geht zurück nach Israel, ihr werdet euren Tempel bauen, aber es werden sehr schwierige Zeiten. Vers 26. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden. Worauf bezieht sich das? Es bezieht sich auf entweder König Agrippa, der König des israelischen Volkes war, während der Zeit, als der zweite Tempel zerstört wurde, oder es wird sich auf die hohe Priesterschaft beziehen. Denn in der Zeit, als der zweite Tempel zerstört wurde, wurde die ganze hohe Priesterschaft ausgerottet. Und wie heißt das noch? The Ain Low. Sie werden nichts haben. Sie werden nichts haben. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden. Es bezieht sich entweder auf den König, der getötet wird, oder die hohe Priesterschaft, oder der hohe Priester selbst,
oder die ganze Priesterschaft würde ausgerottet werden und nichts haben. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt zerstören. Die Römer haben zu ihrer Zeit die ganze Stadt zerstört und das Heiligtum, dass es ein Ende nehmen wird wie durch eine Flut, und bis zum Ende des Streits wird es wüst bleiben. Und in Vers 27, das, was Daniel dort gegeben wird, ist ein Detail wie in einem Daumenkino, ein Hineinzoomen in die letzte Woche. Es werden ihm jetzt die letzten 7 Jahre gegeben. Es werden ihm die letzten 7 Jahre geoffenbart. Und ihm wird gesagt, er wird einen starken Bund machen mit den vielen für eine Woche. Die Römer, die Jerusalem zerstören würden, haben einen Friedensvertrag gemacht mit dem jüdischen Volk für eine Woche. Und für eine halbe Woche. Das bedeutet 1,5 Wochen. Das bedeutet 3,5 Jahre. Und in der Mitte der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören. Die Römer haben das gemacht. 3 Jahre bevor der Tempel zerstört wurde, haben die Römer den Juden verboten, Opfer zu bringen. Und an ihrer Stelle wird ein Gräuel sein, der verwüstet, bis das bestimmte Ende über den Verwüster ausgegossen wird. Also das beschreibt die schließliche Zerstörung Jerusalems im Jahr 70. Was ich euch heute Abend zeigen wollte, ist, wie Christen versuchen, diese Passage zu benutzen, um zu beweisen, dass Jesus der Messias war, der im Jahr 7 bzw. im Jahr 30 getötet wurde. Ich habe euch versucht, einige der Schwachpunkte in ihrer Präsentation zu zeigen. Ich habe versucht, euch dabei zu helfen, dass ihr versteht, wie diese Passagen wirklich aufgebaut sind und worüber sie sprechen. Ja, das ging ganz schön drunter und drüber, oder? Diese jüdischen Jahre dann den historischen Jahren gegenüberzustellen, dann die Tatsache, dass im jüdischen Kalender ganz offensichtlich fehlende Jahre sind, the missing years, sieht man auch in Wikipedia, ich blende das mal hier kurz ein. Da kann man sehen, dass diese Jahre tatsächlich im jüdischen Kalender fehlen. Dann die Art und Weise, wie er die Texte dann deutet, wie er versucht, diese 70-Jahres-Frist aus Jeremia 25 und Jeremia 29 in 2 unterschiedlichen Fristen zu deuten, damit er mit seinen Jahren dann zurechtkommt. Dann die Art und Weise, wie er das rechnet. Und das ist so konfus und so durcheinander, dass die landläufige christliche Rechnung, auch wenn sie denn auf den Tod und oder auf die, den Einzug Jesu in Jerusalem deutet, also schon einfacher nachzuvollziehen ist. Ja. Und wenn jemand diese Deutung derart angreift, dann muss er es selber besser machen. Also man sieht daran schon, es ist sehr leicht, etwas zu kritisieren, wenn man selbst nicht plötzlich in die Verlegenheit kommt, ein Modell vorzustellen. Und seine Streitrede bezüglich dieser landläufigen evangelikalen Auslegung und der Jahrwochen, wie die da verteilt werden, wenn man die mal vergleicht damit, wie er die Jahrwochen deutet und wie er das hinrechnet und versucht, irgendwie übereinander zu bringen, das ist schon schwach. Das ist zu wenig. Ja, das ist zu wenig. Das ist auch nicht glaubwürdig. Das ist meiner Meinung nach genauso unsauber gearbeitet wie das, was die Evangelikalen tun mit der landläufigen Auslegung bis auf Christus. Ich wollte euch das nur zeigen. Ich finde das interessant, finde das wichtig. Ich weiß nicht, wer sich da so rein vertiefen möchte, aber vielleicht so, um ein komplett rundes Bild auch dazu bekommen zu dem Thema Daniel, dass man auch mal einfach die Gegenseite hört. Mich hat das überhaupt nicht überzeugt. Im Gegenteil, ich finde, da sind extreme Schwachpunkte drin. Und man muss schon sehr dem Talmud anhängen, um diese Berechnung überhaupt akzeptieren zu können. Man sieht, dass die historisch einfach falsch ist. Die Daten stimmen nicht übereinander. Und ich finde, das ist zu wenig. Ja. Das ist nicht sauber gearbeitet und auch nicht glaubwürdig. Wir haben einen anderen Weg beschritten. Wir haben gesagt, Daniel fragt danach nach dem Jeremia, nach Jeremia 25. Und er achtet dort auf die Zahl der Jahre und er achtet darauf, dass Jerusalem 70 Jahre wüst liegen müsse. Und das Wort, was dort verwendet wird in Daniel 9, dieses Wort, dieses hebräische Wort für wüst, das findet man auch 3-mal in Jeremia 25 und nicht in Jeremia 29. Also das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass Daniel Jeremia 25 gelesen hat und nicht Jeremia 29. Und wenn man dem ein bisschen nachspürt, in welcher Passage das von Jeremia 25 steht, dann läuft es einem kalt den Rücken runter. Ich weiß nicht genau, ob ich darüber nochmal einen Clip machen soll. Ich fürchte schon, aber das, was dort vorhergesagt ist, das ist etwas Erschreckendes. Ich möchte damit nur zeigen, dass das Jahr 605 ein Jahr ist, das
sehr gut belegt ist, weil in Jeremia 25 dreimal diese Zeitangaben oder eine dreifache Zeitangabe auf das Jahr 605 vor Christus hinweist und dass man, wenn man von dort beide Jahrwochenfristen, also die 7 Jahrwochenfrist und die 62 Jahrwochen rechnet, dass man dann zu Ergebnissen kommt, die innerhalb der Daniel-Kapitel harmonisiert, die einfach passend ist, weil sie auf Antiochos Epiphanes weist, der dann in den Folgekapiteln im Detail ausformuliert wird und man damit mehrfach belegen kann, was da passiert. Und die Tatsache, dass Daniel auf die Zahl der Jahre merkt, dass Jerusalem 70 Jahre wüst liegen soll und die Antwort des Engels ist, dass es Verwüstung geben wird, einen Gräuel der Verwüstung geben wird in der Endzeit, noch einmal in Jerusalem, in Israel. Das ist diese gedankliche Verbindung, die man da herstellen kann. Und dann sieht man auch, dass die Antwort, die der Engel gibt, hochkomplex ist, hochexakt, hochgenau und eine eindeutige Antwort auf die Frage Daniels bezüglich dieses Wüstliegens der Stadt Jerusalem. Ja, der Engel führt dann den Daniel in eine Naherfüllung, Kyros, das hat Daniel erlebt noch zu Lebzeiten, der kannte Kyros persönlich, das war die erste Frist von 7 Jahrwochen und dann führt er ihn gedanklich in die Zukunft, einige Jahrhunderte weiter bis zu Antiochos Epiphanes und über Antiochos Epiphanes bis in die allerletzte Endzeit und dieser Begriff letzte Zeit, versiegle das bis auf die letzte Zeit, finden wir in Daniel auch immer wieder. Es ist gigantisch, welche Tiefe dieser Text hat und wie hochexakt er ist. Ja, ich freue mich da immer wieder drüber und würde mich freuen, wenn ihr da meine Freude auch teilt. Freue mich auch, wenn ihr dann bald wieder einschaltet, wenn es ein nächstes Clip gibt. Wahrscheinlich nochmal über Jeremia 25. Wünsche euch bis dahin alles Gute und Gottes Segen.